Unterscheidet die meisten Weltenbummler von unserem Gotti? Sieht er aus wie ein Weltenbummler? Oh, die Kinder in Afrika, die kriegen richtig Angst vor so einem großen, breiten Mann. Er weiß, wovon er redet. Der Mann, der kommt mal irgendwann vor Jahrhunderten, kam der mal aus Afrika. So, und jetzt zeig mal wieder auf dich. Patrick Hunt. Mein neuer Best Buddy fürs Training. Wir merken gerade, dass wir richtig gut zusammenpassen beim Training und richtig die Sau auslassen können. Und er macht mich so K.O., echt. Und diesen Brocken K.O. zu machen, dazu gehört schon einiges. Der Mann, der kriegt so einiges hin. Dein Alter möchte ich hier nicht verraten, aber egal welche Übung ich dem bisher vorgemacht habe, leider konnte er sie alle nachmachen. Ja, das ist der reine Wille, nicht das Können, der reine Wille. Wir haben jetzt beschlossen, nachdem wir den ganzen Tag schon Low Carb waren, deine Ernährung war heute auch, glaube ich, scheiße, sagen wir mal, ne? Ja, scheiße. Nicht so gut. Wir dürfen hier auf meinem Kanal das Wort sagen, sag scheiße. Scheiße. Gut, wir dürfen auch dürftig sagen. So, die Ernährung war kacke, ich bin hier so 6000 im Minus von den Kalorien her. Wir haben viel Koffein genommen, dafür wenig Nährstoffe und wir haben beschlossen, wir trainieren heute den Trizeps und wir zeigen euch eine komplette Trizepseinheit. Und jetzt arbeiten wir mal richtig, nicht wie Kindergarten. Okay? Echt, hier wird nicht an Dingern gelutscht. Ich stelle mal vor, was wir hier machen. Ich habe hier eine schöne Konstrukt. Wir haben jetzt hier das Seil an der SZ-Stange befestigt. Wenn wir damit French Press machen, French Press sagt jedem was, ja? Wir liegen irgendwo und führen die SZ-Stange nach oben, dann haben wir die absolute Peak Contraction. Natürlich im oberen Punkt, da ist der Peak für den Muskel, aber der schwerste Punkt ist im 90-Grad-Winkel zum Boden. Das heißt, wenn ich liege, genau hier, da fängt es an zu zittern, ist schwer. Hier oben ist leicht, da kann man gut halten, weil die Arme schön gestreckt sind. Machen wir das Ganze am Kabel, ist genau umgekehrt. Hier oben richtig fies, weil das Kabel dann im 90-Grad-Winkel dazu ist. Hier unten cool, weil jetzt unser Unterarm mit dem Kabel eine Linie bildet. Und hier haben wir jetzt das Schöne, beide besten Welten vereint. Oben sau schwer und sau schwer. Purer Stress für unseren Trizeps. Wir versuchen die Ellbogen innen zu halten, damit wir nur auf den äußeren gehen. Ja, Patrick, kennst du die Übung? Getrennt voneinander ja, aber kombiniert nein. Ja, er probiert sie zum ersten Mal aus. Ich bin sehr gespannt, was ein Profi wie er sagt. Der Mann trainiert seit er 15 ist und ist jetzt älter als 30. Älter als 40. Also und der hat länger trainiert als viele von euch Zuschauern als Wahnsinn. Ordentlich Pump rein. Und wenn man das oben hält, das solltet ihr normalerweise nicht machen, wenn ihr nur die SZ-Stange habt, weil das eine Entlastung ist. Hier nicht. Hier ist es eine totale Peak Contraction durch den Kabelzug. Hammer. Probiert's aus. Guckt euch dieses Vieh an und er sagt, er sieht nicht aus wie ein Bodybuilder. Wie sieht er denn aus? Wie einer, der den ganzen Tag Mummeln spielt? Nein, ich bin doch hier der Traveler. Lauf, 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 lauf. Lauf!
ist da oben. Ja. Warte mal, ich gehe kurz für kleine Jungs, okay? Patrick, schon wieder AA? Lass mich doch. Wenn ich viel esse, wo soll das denn alles hin? Den ganzen Tag macht er schon AA. Immer groß. Wir sind hier beim Speed Fitness. Ich muss groß. Später nochmal. Ich muss groß. Im indischen Restaurant. Ich gehe jetzt erstmal, mach groß. Mein. Denk bitte immer dran, wer ein Bär ist, der muss auch ein Bär sein. Darf ich mich auf deinen Rücken setzen? Dass du ein bisschen Pump kriegst endlich. Du hast mir einen zu dicken Arsch. Jetzt zeig mir mal dein Latt. Los, schöne Lattpose. Ah, komm schon. Ja, hinten rein. Und oh, krank, krank, krank. Ah, komm schon. Ja, hinten rein. Und oh, krank, krank, krank. Alleine schon der Rücken. Oh. Und jetzt hinten rein. Ja. Ich muss noch mal kurz weg. Wie, du machst schon wieder AA? Nein, diesmal hole ich mir einfach nur Wasser. Mhm. Kommen wir noch zum Schluss, weil wir bis hatten ja nur laterale Übungen hatten, wo wir immer beide Arme gleichzeitig benutzt haben, noch eine bilaterale, um das Ganze schön abzurunden. Wie, wir sind schon fertig, so erst 3:15. Jetzt kommen wir langsam zu meiner normalen Trainingszeit, wo ich anfange. Also da wir jetzt schon am Seil das Ganze am Körper entlang gemacht haben, mit Latissimus-Aktivierung quasi so ein bisschen, würde ich jetzt vorschlagen, machen wir die völlig frei, gucken zum Spiegel, dann sieht das Ganze auch noch schön aus und ziehen einmal Kabel links runter und dann abwechselnd mit dem rechten das Ganze nochmal. Und das Ganze machen wir in einem Wechselsatz. Das heißt, wir gehen mit dem Gewicht von dem einen erst links, dann rechts. Keine Pause mehr, dann darf man noch zusätzlich lassen, weil wir hatten schon mit dem einen Arm Pause. Wieder links, wieder rechts, wieder links, wieder rechts, bis wir das Ganze dreimal durch haben. Macht jeder von uns und dann hatten wir unseren Spaß. Was sagst du? Passt. Gut, wer fängt an? Da bin ich ja gespannt, was da rauskommt. Ein Trizeps! Was für ein Tumor da? Seht ihr diesen bräunen Strich da? Auch die Schwarzen werden sonnenbrändig. Da brauchst du gar nicht so zu lachen. Nachgedunkelt. Brust raus. Das ist die Patrick Hunt Pose. Guckt euch das an. Da ist alles. Da haben wir Nacken, die Schultern und eine fette Brust. Wenn er die noch nackig macht, die Beine kommen richtig gut zur Geltung. Beine kommen richtig, richtig. Seht ihr, wie das...
bin ich noch an der Bude? Quarkstellung, jetzt. Quarkstellung. Wir müssen hier mal Karten raus. Hier ist raus.